Ach, Sie sind es mit der schönen Stimme. Oh, das ist auch schön. Ich freue mich. Danke. Tag, junge Frau. Hallo. Klar. Kann ich helfen? Nee, nee. Tagchen. Hallo. Der Gero. Freue mich. Ach, wir haben auch noch nicht. Nee. Hallo. Ja. Habe die Ehre. Tagchen. Also ich muss im Vorfeld sagen, wir sind ja nicht diejenigen, die die Führung machen. Dazu sind wir viel zu unfähig. Doof. Doof. Aber wir freuen uns, mitmachen zu können. Und wenn wir was machen würden, dann wäre es für jeden einen kleinen, ich weiß selber nicht, was drin ist, Briefumschlag geben. Ihr könnt alle ziehen und jeder bekommt dann auch eine Zeit mit auf den Weg. Die schreibt ihr euch bitte auf den Umschlag. Und wenn die Zeit dran ist, meldet ihr euch, ich möchte meinen Briefumschlag einlösen. Wenn ihr es versemmelt, habt ihr selber Schuld. Und hier sind also ganz einfache Sachen drin. Ein sympathischer Arsch voll. Nein, keine Bondage-Spiele. Das ist aber gemein, dass die Ersten alle CDs kriegen und dann kommt am Schluss, sag mal ja. Super, vielen Dank. Am Schluss kommt die Candlelight. Und der wog fast 10 Tonnen. Und wenn man den abgebaut hätte, wäre es teuer geworden. Hat man überlegt, was macht man denn jetzt? Einfach die amerikanische Flagge drüber werfen und dann das Ding so stehen lassen, kam so ein bisschen unpassend vor, hat man nochmal überlegt, dann hat man gesagt, okay, wir überdecken das Hakenkreuz mit einem US-Banner und streichen den Kopf kurzerhand weiß und haben dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, haben den Adler noch stehen und er ist trotzdem irgendwie weg und wir haben gleichzeitig unseren Wappenvogel hier oben auf dem Dach stehen und dann blieb der tatsächlich 17 Jahre lang da oben als Weißkopfseeadler auf dem Dach oben drauf stehen. Und der 12 Uhr Beitrag, bitte. Ein Gedicht. Oh, von Basti. Bitte schön. Ablauf eines Samstagabends. Hinzuse, rumumse, rananse, mitzuse, rufufse, raususe, weg vonse. Selbstgemachtes Apfelmus. Das ist so toll. Mir hat dir jetzt alles gefallen. Sehr gut. Kalt war es. Es hätte ein bisschen wärmer sein können, aber es war trotzdem. Also ich war natürlich ein bisschen aufgeregt, weil ich ja nie weiß, wie sowas aufgeht. War schön. Hat es euch allen denn gefallen? Ja. Genau. Sehr schön. Vielen Dank für eure Anwesenheit. Wir möchten uns recht herzlich bei euch bedanken. Wiedersehen sagen. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in diesem Jahrhundert wieder. War mir eine große Freude. Basti und Albrecht auch. Ja. Ja. Wiederhören. Tschüss. Thank you.